Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns von einem Event in Patch 10.1 erspielen können. Und dazu seht ihr, hinter mir ist schon ziemlich Rambazamba hier. Wir befinden uns einmal bei diesem Führer-Event und zwar sind wir hier einmal in den Ebenen von Onara. Und dort gibt es quasi dieses Event und abwechselnd anscheinend auch hier im azurblauen Gebirge. Ich habe das jetzt hier eben in Onara eben erhalten. Und was für ein Toy handelt es sich? Wir haben einmal hier ein Toy, das sich Phyrax Raserei nennt. Und ihr seht schon, es ist zurzeit noch buggy, man kann es lernen, es hat aber keinen Effekt. Ich vermute mal, Blizzard wird es noch nachjustieren. Und ja, wo kriegen wir das jetzt genau her? Und zwar haben wir hier diesen General von Phyrax und der kann das droppen. Zu einer nicht so geilen Drop-Chance. Und schon können wir da einmal reinschauen. Spielzeugkiste. Und hier seht ihr Anhänger von Phyrax. Ich vermute mal, dass hier, also in der Ebene von Onara, ein anderer General ist als dementsprechend drüben im azurblauen Gebirge. Das kommt erst nächste Woche, ne? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil wir uns aktuell zur Aufnahme des Videos noch in der ersten Woche des Patches befinden. Wie kriegen wir jetzt diesen Mob gespawnt? Und zwar, ich kann euch das mal auf einem anderen Twink zeigen, wo ich das Event noch nicht abgeschlossen habe. Wenn wir jetzt hier auf die Ebene von Onara gehen, dann seht ihr, haben wir hier den Angriff von Phyrax. Es ist so, dass es hier Mobs gibt, die muss man einfach umbringen und dann füllt man diesen Balken auf. Sobald der Balken aufgefüllt worden ist, ändert sich das Symbol, es leuchtet so ein bisschen und dann fängt an, Phyrax hier durch die Zone Schlangenlinien zu fliegen. Und sobald er hier angekommen ist, verbrennt er dort alles und einer von seinen Boss-Generälen fliegt runter und den kann man bekämpfen. Der ist etwa so zäh wie ein Weltboss, würde ich mal sagen. Also man klopft da mit einigen Leuten schon eine ganze Weile drauf. Und jetzt muss ich gucken, wollen wir den richtigen Account? Hier, den hier. Und dann kann man den hier einfach umhauen. Da liegt er auch schon bei uns. Ich habe das Toy jetzt nach 32 Kills bekommen. Genaue Dropchance habe ich euch leider noch nicht. Das ist auf WoW Head noch nicht verfügbar. Aber ihr könnt euch ausrechnen, ne? Mit 32 Versuchen bei mir ist die Dropchance wahrscheinlich aktuell relativ gering. Der Boss kann das, wie gesagt, droppen. Da gibt es auch noch ein paar Pets. Und wenn ihr zusätzlich noch ein paar Sachen mitnehmen wollt, könnt ihr da hinten noch eine Kiste aufmachen. Da braucht er dann so Schlüssel. Und diese Schlüssel, da droppt unter anderem der Boss auch ein. Und dann gibt es hier noch so Schmiedemeister, die man beschwören kann. Die droppen euch dementsprechend auch nochmal Schlüssel. 3 Stück braucht er, dann könnt ihr da auch nochmal ein Pet mitnehmen. Gut, ich würde sagen, wir lernen jetzt das Toy einmal. Und ich hätte jetzt gesagt, ich zeige euch, was es macht, aber wie gesagt, das ist halt leider ein bisschen buggy. Jetzt können wir mal trotzdem einmal gucken, Phyrax Raserei. Wenn wir da draufklicken, passiert einfach gar nichts. Ne? Also es gibt leider keinen Text. Und ja, sobald das Ganze gepatcht ist, kann man sich das, denke ich, mal angucken. Solltet ihr schon Informationen dazu haben oder es bei euch funktionieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.